Trotz schwieriger wirtschaftlicher Zeiten blicken die Automobilhersteller auch bei den Antriebssystemen nach vorne. Die Bedürfnisse des Marktes scheinen sich gerade zu ändern. Gefragte Themen sind zurzeit nicht nur PS und Beschleunigungswerte, sondern auch Umweltschutz, verbrauchsarmes Fahren und alternative Antriebskonzepte. Ganz weit vorne Autos mit Hybrid oder reinem Elektroantrieb. Unterschiedliche Konzepte wetteifern um Aufmerksamkeit. Frankfurt, die grüne Automesse. In diesem Jahr ist grün allerdings blau zu sehen, wie auch hier am BMW Vision Efficient Dynamics, ein extrem sperriger Name für das Öko-Highlight, was BMW nach Frankfurt mitgebracht hat. Auf allen Autos hat BMW die aktuellen Verbrauchszahlen draufstehen. Es geht hier ganz klar um den Verbrauch, es geht um den CO2-Ausstoß. Und der ist bei diesem Auto extrem niedrig. Wir haben nämlich nur 99 Gramm CO2 pro Kilometer oder in alter Währung 3,76 Liter Diesel. Denn wir haben tatsächlich einen Dieselmotor an Bord. Ein Dreizylinder, 1,5 Liter. Unglaublich bei BMW so ein kleiner Motor. Er wird unterstützt und zwar kräftig durch zwei Elektromotoren. Einer für die Hinterachse, die übrigens auch vom Diesel angetrieben wird. Ganz klassisch BMW. Und der zweite Elektromotor, der geht auf die Vorderachse. Wir können 50 Kilometer rein elektrisch fahren mit diesem Auto und weil der Diesel noch mit an Bord ist, haben wir eine Gesamtreichweite von 700 Kilometern. Während die meisten Hersteller erst jetzt ihren Einstieg in Hybridtechnologie und effizientere Antriebe feiern, ist das bei Toyota und Lexus schon längst Realität. Erfahrungswerte, die in die neuen Modelle der Japaner einfließen. Plug-in heißt auch hier die Zauberformel. Das Öko-Highlight bei Toyota ist ganz sicher der Prius Plug-in Hybrid. Plug-in, was heißt das? Wir müssen was reinstecken. Wo stecken wir was rein? Wir stecken ein Elektrokabel auf der einen Seite ins Auto, auf der anderen Seite ins Netz. Wir müssen dazu natürlich spezielle Ladestationen haben. Ladestationen, wie Toyota sie natürlich auch nach Frankfurt mitgebracht hat. Wir haben die Ladestation hier hinter mir mal im Bild. Ein Anschluss an das normale Stromnetz. Und das Gegenstück am Auto hier dargestellt am vorderen Kotflügel, ob das diese Position immer sein muss. Man weiß es nicht, man könnte sie auch woanders einrichten. Der Autoakku kann aufgeladen werden. Das ist das Neue am Plug-in Hybrid. Beim normalen Prius wird der Akku beim Fahren aufgeladen, wenn man bremst, wenn man verzögert. Hier am Stromnetz, das bringt uns viel mehr elektrische Reichweite. 20 Kilometer, für den Durchschnittspendler ist das in der Regel genug, glaubt Toyota. Und Toyota will diese These in einem großen Feldversuch überprüfen. 500 dieser Autos werden gebaut, die werden weltweit in einem großen Flottenversuch eingesetzt. 150 davon kommen nach Europa, wie viele davon nach Deutschland kommen, ist noch nicht ganz klar. Einige werden es sein. Und dann, nach Abschluss des Feldversuchs, wird Toyota entscheiden, reichen uns 20 Kilometer Reichweite, muss es mehr sein, darf es eventuell sogar weniger sein. Wir werden uns den Feldversuch natürlich ganz genau anschauen. Unter all den großen Autos ist der Elektrosmart der kleine Stromer. Sein Sirren statt Nageln oder Brummen identifiziert den Zweisitzer als reinrassiges Elektroauto. Er ist noch kein echtes Serienmobil, sondern wurde in kleiner Stückzahl für einen Großversuch in London gebaut. Mit ihm hat Mercedes Alltagserfahrungen im bisher unbekannten Terrain der Stromautos gesammelt. Natürlich gehört auch der Elektrosmart, den wir hier auf der Messe sehen, zu unserer automobilen Zukunft. 30 Kilowatt Elektromaschine, 115 Kilometer Reichweite, das sind Werte, mit denen man eigentlich leben können müsste. Mercedes wird das Auto noch in diesem Jahr in einem europäischen Großversuch auf seine Alltagstauglichkeit hin untersuchen. Aber es ist nicht so, dass wir alle morgen schon elektrisch fahren können. Diese Euphorie darf man nicht haben. Das Elektroauto ist noch einige Jahre für alle in der Zukunft. Es wird mit Großversuchen beginnen, es wird mit Leasingangeboten für ausgewählte Kunden beginnen. Bis jedermann ein Elektroauto kaufen kann, werden noch einige Jahre ins Land gehen. Hersteller wie Mercedes wollen 2012 den Smart in größerer Serie herstellen. Über 1000, wahrscheinlich sogar 10.000 Autos im Jahr. Das ist natürlich noch kein großer Prozentsatz am Gesamtvolumen. Immerhin ein erster Schritt. Andere Hersteller wollen 2015 soweit sein. Etwas pessimistischer Experten sagen, 2020 ist tatsächlich das Jahr, ab dem wir mit einer großflächigen Elektromobilität rechnen können. Wir sehen hier auf der Messe erste und gute Ansätze dazu, aber morgen zu kaufen ist kaum eins dieser Autos. Mobilität unter Strom. Es ist spannend zu sehen, wie schnell sich Hersteller den Marktgegebenheiten anpassen. Die IAA hat sich gewandelt. Mal sehen, welche Autos und Systeme auf der nächsten Frankfurter Messe den Sprung in die Serie geschafft haben werden.